Nie wieder Plastikfolie. Das ist das Ziel von Sabine Rossen. Dieses Ziel ist alles andere als utopisch, denn sie hat bereits eine Lösung. Baumharz, biologisches Jojobaöl, Propolis und das hauseigene Bienenwachs. Diese Zutaten hatte Sabine zufällig zu Hause, als sie auf die Lösung traf. Sie zog sich in ihre Werkstatt zurück und experimentierte mit den Zutaten. Das Ergebnis ist das Sabinenwachstuch. Diese Wachstücher stellt sie heute in Handarbeit zu Hause her. Durch Sabines entwickeltes Geheimrezept sind die Bienenwachstücher etwas ganz Besonderes, denn trotz guter Haftung kleben sie nicht und haben dazu eine antibakterielle Wirkung. Vor allem die Kombination mit den Westfalenstoffen führt zu einer guten Haptik und einem frischen Aussehen. Außerdem entsteht beim Abdecken von Lebensmitteln ein gutes Mikroklima und dadurch kein Schwitzwasser wie bei herkömmlicher Plastikfolie. Auch die Lebensmittel bleiben deutlich länger frisch. Durch kurzes Abspülen kann das Tuch sogar lange wiederverwendet werden. So gibt es keinen Grund mehr für Plastikfolie. Lösungen wie diese sind wichtig für den Schutz unserer Umwelt und bringen uns ihr näher. Mit dem Sabinenwachstuch hat Sabine Rossen die plastikfreie Frischhaltung optimiert. Das ist das Sabinenwachstuch.